Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Wir sind hier kurz vor Katzbuckel und ich habe diese Aufnahme eigentlich schon gemacht gehabt. Das Problem ist halt jetzt bloß, dass ich wollte nämlich gerade aufhören bei der letzten Aufnahme, aber leider kam da das Problem, dass mein PC unbedingt abstürzen wollte und ja, da habe ich halt dann den Jackpot gezogen, dass ich jetzt nochmal die ganze Folge von neuem machen darf. Ist natürlich einsame Spitze, würde ich sagen. Ah, zumindest weiß ich schon, wo ich ja halbwegs hin muss. Kann auch sein, dass es sich jetzt natürlich ein bisschen verkürzt, wo ich beim letzten Mal vorm Ende stand. Das war da wahrscheinlich ein wenig weiter vorankommen. Auch wenn es nur ein paar Meter sind. Ach, das ärgert mich so richtig. Dann könnte ich nämlich jetzt schon wieder was Neues aufnehmen, was dann für The Walking Dead rauskommen sollte. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich überhaupt da machen werde. Ich könnte eigentlich auch mal wieder ein bisschen Devil May Cry ballern. Da hatte ich jetzt beim letzten Mal auch wieder Teil 1 mal gespielt gehabt. Hat richtig Spaß gemacht. War zwar kurz irgendwie, aber na gut. Katzbuckel. Katzbuckel hätten sie sich eigentlich auch umbenennen können in, was weiß ich, Mausehaar oder so. Wow. Ist doch ziemlich hübsch hier. Irgendwie hat sich einiges verändert. Auf den ersten Blick wirkt alles friedlich, aber es ist weit und breit kein Miet zu sehen. Die werden wohl alle abgehauen sein. Ja. Rathorian lässt die Miet streng überwachen. Direkt nach dem Putsch war eine Flucht vielleicht noch möglich, aber jetzt. Ein Teil von ihnen soll hier irgendwo unter miserablen Bedingungen leben. Blimey. Wie schrecklich. Alright. Lass uns mal hören, was die Mauerts in der Stadt so erzählen. Die Leute hier würden euch und Roland sofort erkennen, Majestät. Ihr solltet besser stets die Kapuze aufbehalten. Ja, verstanden. Wir können wohl nur hoffen, dass sie uns mit dieser Verkleidung nicht erkennen. Hey, keine Beschwerden, ja? Wir hatten halt nicht viel Zeit, was Ordentliches zu besorgen. Ja, ja. So. Ja, das ist Katzbuckel. Wir können uns mal ein bisschen umgucken. Wir können halt hier oben die Typen reden. Ich denke mal, wir werden auch sofort reden. Desto schneller sind wir. Was haben... Fängt wieder gut an. Irgendwie die Jacke hängt nicht, wie sie sein soll. Was sich verändert hat, seit wir von einem Maus regiert werden, fragst du? Weiß nicht so genau. Um ehrlich zu sein, hatte ich nie einen besonders guten Eindruck von den Miets. Als ich ein Kind war, hat mich ständig so ein Junge aus der Nachbarschaft geärgert und meine Mama hat auch immer gesagt, ich solle den Miets lieber aus dem Weg gehen. Aber dass König Leopold schuld ist... Aber dass das König Leopold schuld ist, würde ich nicht sagen. Und außerdem kann unsere Generation es doch besser machen, nicht wahr? Was vorbei ist, ist vorbei. Yay. Ich hatte auch versucht, hier vorne bei diesem Imbissstand, hatte ich mal geguckt gehabt, ob dort vielleicht dieses Törtchen Rotwälder irgendwas ist, die ich immer noch für meine eine Quest hier brauche. Das hier. Stück Roswälder Pink. Das habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Vielleicht selber backen, das könnte sein, aber woher nehmen, wenn ich stehe? So. Der nächste ist hier vorne bei dem Waffenhändler. Auch hier sieht es einfach schön aus. Immer schön die klare Luft und den klaren Himmel, wenn die Wolken vorbeiziehen. Das sieht cool aus, dass ich jetzt erst, dass sogar Wolken vorbeiziehen. Das ist sehr geil. In den meisten Spielen ist er eher sowas eher statisch, dass die dann ja da oben ein bisschen schweben, vielleicht flackern auch, aber dass sie sich so bewegen, ist auch gut. Yeah. König Rathorian verdient echt Respekt. Er hat dieses Land förmlich von heute auf morgen komplett umgekrempelt. Die Miets tun mir schon etwas leid. Aber letztendlich machen sie jetzt genau das gleiche durch wie wir all die Jahre.
Jetzt sind eben Sie benachteiligt. Wäre seine Majestät König Leopold nicht an einer Krankheit verstorben, sähe die Zukunft unseres Landes sicher anders aus, wie das Leben so spielt, was? Naja, was heißt an einer Krankheit verstorben? Er wurde vergiftet. Das kann man jetzt nicht unbedingt als Krankheit bezeichnen, oder? Also meines Erachtens eher nicht. Was ist eigentlich mit dem schwarzen Mäuseritter passiert? Ich habe den jetzt auch schon wieder eine Zeit lang nicht gesehen. Nur zu Anfang. Ah, ich denke mal, es wird zu einer Art Kampf oder so kommen. Yeah. Mit dem. Unser Leben hier hat sich komplett verändert, seit Ratoria an der Macht ist. Der alte König hat immer was von Gleichberechtigung erzählt, aber geglaubt habe ich das nie. Wenn ich nur daran denke, dass ich alles ertragen musste, als ich klein war. Kinder können so grausam sein. Aber jetzt hat sich endlich das Blatt für uns Maus gewendet. König Ratorion ist ein echter Held. Die meisten Maus scheinen Ratorions Machtübernahme ja zu begrüßen. Das überrascht mich nicht. Unter Ratorion geht es ihnen zweifellos besser als je zuvor. Moment. Nur, damit ich das richtig verstehe. In Katzbucke sind die Maus lange Zeit von den Miets diskriminiert worden. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und es sind die Miets, die von den Maus unterdrückt werden. Sieht so aus. Das ist alles? Sieht so aus? Ich wusste nicht einmal, dass die Maus früher unterdrückt worden sind. Ich weiß nichts über dieses Land. Ich sollte einmal König dieses Landes werden, doch eigentlich weiß ich rein gar nichts darüber. Evan. Ich würde gerne auch die Meinung der Miets zu dieser Sache hören, allerdings habe ich noch keinen einzigen gesehen. Hey, ihr Streuner! Ihr seht so aus, als hättet ihr gerade nichts zu tun. Kommt doch mal kurz rüber, ich hätte eine Bitte an euch. Okay. Oh nee, erstmal nicht. Erstmal hier, zack. Eine Pfeilmöhre. Was für eine Bitte hast du denn? Ah, hey, ich war sicher, du würdest einfach weitergehen. Prima. Du musst mir nämlich einen Gefallen tun. Ach, jetzt ist es schon ein Gefallen. Nichts Wildes, keine Sorge. Du erhältst Vorkos Karpfen. Was ist das? Unsere Spezialität des Hauses, ein Karpfen. Den müsstest du zu einem Miets namens Morko bringen. Morko hat sich gerade versteckt. Aus gewissen Gründen. Er müsste aber hier ganz in der Nähe sein. Du kannst ihn ganz leicht an seinem schwarzen Schwanz erkennen. Die Rechnung ist schon beglichen, du brauchst ihm also nur den Krapfen zu geben. Wir sind jetzt hier die Laufburschen, oder was? Ja. Wenn ihr fertig seid, sagt mir Bescheid, ich lasse natürlich auch was springen. Was soll's, dann suchen wir mal diesen Morko. Ist bestimmt ein Klacks, es gibt ja hier sowieso keine Miets mehr. Hey, ab zum Morko. Hoppa. Und wieder mal ein bisschen rumspringen wie so ein Gummibär. Ein Schritt vor den anderen. So. Morko, da bist du. Ein schwarzer Schwanz sieht aus wie eine Katze. Ja. Würde ich so sagen. Ein schwarzer Katzenschwanz. Bist du Morko? Stimmt's? Ah, ich hab nichts getan. Bitte verschone mich. Howdy do. Krieg dich wieder ein, wir wollen dir nicht ans Leder. Wir haben dir nur was zu futtern mitgebracht. Ein Karpfen? Yes. Der ist von Wilmausina aus dem Futternapf. Oh. Oh, du hast mir ganz schön Schreck eingejagt. Ich dachte schon, die Soldaten hätten mich erwischt. Thanks. Vielen Dank. Du übergibst den Karpfen. Gerne, aber sag mal, kann ich dich noch was fragen? Was ist mit dem Miets hier passiert? Ihr seid nicht aus Katzbuckel, oder? Komisch, ich dachte, hier kommt keiner mehr raus oder rein. Seit Ratorion hier das Sagen hat, wagt sich kein Miets mehr auf die Straße. Gerade eben musste ich vor ein paar Soldaten davonlaufen, die mir irgendwas anhängen wollten. Dabei habe ich mir einfach nur etwas zu essen bestellt. Deswegen hast du dich also hier versteckt, ohne den Karpfen mitzunehmen. Ja. Die meisten Miets wurden aus ihren Häusern gejagt und müssen jetzt unter unmietslichen Bedingungen abseits der Stadt ihr Dasein fristen.
Die Soldaten lassen niemanden dort rein oder raus, deswegen schleichen wir uns durch die alte Abwasserkanäle, um Essen zu kaufen. Golly. Das ist also der Grund, warum man keine Meats mehr sieht. Eigentlich würde ich lieber mal wieder einen richtigen Fisch essen, aber sowas ist fast unmöglich zu bekommen. Hoppla, fast hätte ich die Zeit vergessen. Ich sollte besser verschwinden, bevor ich doch noch erwischt werde. Goodbye. Wer weiß, wenn das Schicksal so will, sehen wir uns vielleicht wieder. Mach's gut. Ricky. Zurück zur Wilmosina. Yay, jetzt kriegen wir eine spendable Kleinigkeit. Was eigentlich nicht der Rede wert ist. Theoretisch brauche ich auch es gar nicht, aber mal gucken. Und zack. Cremefarbener Zwirn. Welcome. Hey, da seid ihr ja wieder. Habt ihr den Krapfen ausgeliefert? Mhm. Ja, wie du wolltest. Tut mir leid, dass ich euch einfach so für meine Belange in Beschlag genommen habe. Ihr wart mir wirklich eine große Hilfe. Und hier eure Belohnung, wie versprochen. Die habt ihr euch verdient. Du hältst einen Krapfen. Ich will den nicht. Ein Krapfen? Und ich war schon froh, dass ich das Ding nicht mehr sehen musste. Aber warum denn? Probier doch erstmal. Die sind wirklich lecker. Und wenn er dir schmeckt, weißt du ja, wo du Nachschub bekommst. Wie jetzt? Das ist ein Werbegeschenk? Moko zufolge hausen die Meats also an einem streng bewachten Ort. Und sie benutzen die Kanäle der alten Katzalisation, um die Wachen zu umgehen. Blimey. Die armen Meats dürfen ihre Unterkunft also nicht mal mehr verlassen. Das ist ja wie ein Gefängnis. Verdammt, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe mit der Aufnahme. Shit! 10 Minuten vielleicht? Könnte hinkommen. Ich weiß es gerade nicht. Mist, ich hätte aufpassen sollen. Von den Wachen sollten wir uns möglichst fernhalten. Das Risiko ist viel zu groß. Wenn wir uns dort umsehen wollen, sollten wir ebenfalls durch die Katalysation gehen. Alright. Dann machen wir das. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon schneller. Oh, da oben ist noch ein Wegpunkt. Den nehmen wir gerne mit. Yay, zack. Da hinten haben wir auch noch was. Hier glitzert's. Hoppala, jetzt bin ich runtergefallen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich hoffe, die... Wachen... Oh, ich kann hier wieder hoch. Na, Gott sei Dank. Oh. Hatte jetzt schon doch ein bisschen Angst gehabt. Dass ich da auffliegen würde. Gut, dann... ja, auf in die alte Katalysation. Ich nehme mal an, diesen Typ hier, er hier, werden wir möglicherweise auch noch als Talent bekommen. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Oh, einen Kieselstein erhalten. Betreten verboten, Schild. Nee, doch nicht. Wegen Monsterübergriffen gesperrt. Naja, sowas ähnliches. So. Die Mobs sehen stärker aus. Das könnte unschön werden. Ja gut, seit dem letzten Mal, als wir hier waren, relativ zu Anfang, ist das natürlich ein bisschen... Ja, in die Höhe geschossen hier. Ja, noch ein Wegpunkt. Und speichern. Na, ich speichere, dann bin ich wieder kurz vor Schluss und dann stürzt der ganze Quatsch wieder ab. Ich würde so ausflippen. Oh. Dann Angriff! Gut, die grünen kriegst du recht schnell kaputt, aber die Lilanen hier, die haben schon ein bisschen mehr Wumms in sich. Und halten natürlich auch besser aus, ne? Dann haben wir die nächste Gruppe, haben wir. Ja, wir haben voll, das ist gut. Dann kann ich nämlich hier auch gleich noch wieder
Zack, reinstarten. Okay. Das würde ich eigentlich nicht verwenden, aber mir blieb nichts anderes übrig. Es ging wirklich nie anders. So, wir gehen in die Richtung, denn da drüben ist eine Kiste, genau. Das weiß ich noch beim letzten Mal. Als es kurz, du weißt schon, von was stand. Oh, da habe ich jetzt noch was liegen gelassen. Egal. So, den Gnuffi hatte ich noch mitgenommen, das weiß ich. Und danach war dann leider schon, ja, Sense gewesen. Ist natürlich durchgelaufen, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wo gehen denn jetzt Suzi und Shentien? Die wollen doch jetzt sicher nicht da durch die Wand. Ah, ich habe einen Gnuffi erhalten. Lupi, der Meisterdieb. Genau, hier sind wir durch. Da oben sind jetzt hier ein paar Mobs. Die hatte ich mir zumindest eingegriffen, ja. Tja, das Problem bloß. Oh, knapp. Das Problem halt mit diesen... diesen Mobs. Gib das so. Gut. Ja, das ist doof, wenn wir als einziges ein bisschen Magie verwenden können. Aber okay. Ach, da hätte ich lang gemusst. Naja, gut, egal. Wir gehen eh trotzdem hier hinten rein, denn ich möchte ganz gern wissen, was da ist. Außerdem stehe ich kurz vorm Abnippeln. Wir nehmen mal kurz ein kleines Kraut. Halt, das war das Falsche. Hier. So. Watch your back. Gut. Was lila ist. Gerade abwehren. Das war's mit dir. Okay, alle. Ah, eine Kiste, alle sind tot. Zum Glück bin ich hier hinterlang. Aroma, was kann ich denn mit diesem Aroma-Erzeug eigentlich machen? Ich habe mir das nie mal wirklich durchgelesen. Da. Leichte MP erholen. Ah, okay. Gut, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Die MP-Erholung. Kannst du ordentlich was damit anfangen? 9 Gulden erhalten. Ja, das geht auch. Da vorne ist wieder... Oh! Das könnte egal werden. Egal. Ja, genau! Was? Der Schwein hat mich... Alter, was ist denn nun los? Oh, wieder was Rotes. Ah. Mir nicht großartig. Das Ding ist so unberechenbar teilweise. Musst du wirklich aufpassen, was du machst. Aber es hat jetzt funktioniert. Ganz easy. Oh, geradeaus zu sehe ich einen... ein Schattenschwert. Ein Lebenspunktespender. Nennt sich auch Speicherpunkt. Ausrüsten. Da rüsten wir uns doch gerne neu aus. Oh ja. Holy shit. Alter, was kriege ich denn jetzt hier für Waffen alles?
ist ja der absolute Hammer. Man hatte die noch irgendwo. Ach nee, da hat man ja schon. Hier einen Bogen. Nee, Bogen haben wir keine. Eine neue Veteranenlanze. Das ist gut. Da sind wir jetzt wieder relativ gut für den Angriff gerüstet. Da oben ist ein Glitzerli. Das nehmen wir mit. Jawohl. Und dann... Mal kurz gucken. Wartet mal. Ich könnte geradeaus oder... links rum. Ich gehe mal hier lang. Was ist das denn? Was ist das? Oh. Vermutlich irgendein berühmter Vorfahr. Diese Feuerschalen sind schon sehr verdächtig. Komm, lass uns die mal anzünden. Hey. Du kannst den Zündeltrick benutzen, den ich dir in der Fabrik beigebracht habe. Fabrik. Ach, da lässt sich da hinten das Türchen öffnen wahrscheinlich. Auf dieser Feuerschale ist die 15 eingraviert. Nein. Auch die 15. Und hier? Auch die 15. Würde 45 machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Okay, probieren es mal aus. Da geht hinten die Tür auf. Ich würde aber lieben gerne auch außen rum gehen. Wo kommen die denn her? Holy shit. Oh Mann. Die haben mich jetzt nochmal komplett runtergewuchtet. Ah, mit dieser Attacke. Oh, das ist natürlich richtig assi. Was lässt du? Oi. Ging gerade ganz schön ab hier. Du musst gucken, da gibt es welche in einem Schild und welche ohne Schild. Gut. Shandy hat ein neues Level erreicht. Nice. Toll. Bisschen spät, aber okay. Kann ich mitleben. Ah, hier gibt es noch eine Kiste. Das ist natürlich gut. Ui, so. Was haben wir jetzt erhalten? Flakon, Heilmittel. Gut, dann... Wie sieht's überhaupt aus? Okay. Wir gehen jetzt noch zum Speicherpunkt, dann würde ich sagen, dann schließen wir erstmal hier ab, die Folge. Und... schauen uns dann in der nächsten Folge hier in der Katalysation noch ein bisschen um. Das dürfte vielleicht... sogar interessant werden. So, da ist der Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.